Hallo und recht herzlich willkommen zurück hier bei Need for Speed Heat. Jawohl, wir, beziehungsweise ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich eigentlich in der letzten Folge gesagt habe, am Ende, was wir als nächstes machen. Wir haben das Auto getuned. Wir haben hier einige neue Rennen freigeschaltet. Das einzige Problem, was ich habe gerade, ich würde gerne, aber wir haben hier Story, zum Beispiel Drax. Drax ist von Drax ist von was anderem. Ich würde aber gerne, Betonung auf gerne, nachts erstmal ein paar R-Level weiterhin sammeln. Weil ich glaube, mit dem schnelleren Auto sollte das noch besser möglich sein. Wir haben hier 220, 220, 200. Was ist das? Heat 3? High Heat Event? Oh. 220, 220, 200. 200, 200. Wir müssen das fahren. Von da weiter. Und dann in die Innenstadt eigentlich. Eigentlich. Das ist auch neu. 220 führt auch in die Innenstadt. Ja, fangen wir mit dem an. Erst dieses Rennen. Das führt nämlich. Oh, das ist. Führt unten zur Kette auch die Stadt, aber es endet genau nahezu da. Von dem fahren wir dann in die Innenstadt und dann. Dann haben wir hier noch einen Rundkurs. Ja, müssen wir schauen, wie es mit dem Heat-Level ist. Genau, und jetzt da bräuchte ich aber. Garage verlassen. Mikro mal kurz anders einstellen, genau so. Nacht, aber ich habe gerade ein Problem. Ich habe mich keine Herausforderung ausgewählt. Genau, hier. Zerstöre 25 Objekte, gewinne 2 Nacht-Events. Jawohl. Garage verlassen, Nacht. Genau, so. Neues Auto, Mercedes. Das ist das erste Mal mit dem Mercedes. Mein Freund Wayne steht total auf Technik. Rechne also eher nicht mit besonders viel Racing. Da war dieser. Er wartet am Hafen auf dich. Flamingo. Da hinten. Hey, ich hab wieder ein Rennen für dich. Ich esse jetzt noch einen Happen, aber wenn du willst, können wir uns danach treffen. 2500 Geld, Alter. Schau mal, wie der Mercedes läuft. Bin lange nicht mehr gefahren. Unser BMW, den haben wir jetzt zum Drifter umgewandelt. Oh, das sind enge, sind die 306. Aber ich kann sagen, das sind wir weit entfernt von den 306. Oh, hätten wir links müssen. Das ist kein Problem. Oh. Also bisher lässt er sich ganz schön fahren. Er steuert sich halt wunderbar. Das ist halt echt. Also wenn du sagst, links steuert er genau so, wie du es willst. Und er. Boah. Kommt halt auch nicht in Schlingern, das ist auch sehr schön. Sorry. Das war ein bisschen zu hart. Aber nur ein bisschen. So, mal kurz schauen, wie das Ding nochmal ging. Lang R3 halten, gell? Ja, kann ich das auch im Vollgas machen? Ja, kann ich. Also so können wir halt wieder coole Thumbnails machen. Und dann vielleicht auch mal im Rennen. Finde ich. Nee. Ich finde es nur witzig, dass es regnet, während das Auto steht. Das muss mir erstmal einer erklären. Aber gut. So.
kleinen Hügel da oben, diese kleine Kurve. Hoffentlich, dass mir ein Auto entgegenkommt. Ja, natürlich kommt jetzt ein Auto entgegen. Boah. Okay. Driften ist nicht immer nötig. Bremse ist auch möglich hier. Also gut möglich, Alter. Lässt sich richtig schön steuern. Oh, Alter. Aber jetzt haben wir jetzt gut... Was war das jetzt? Das war jetzt auch Driften, ohne dass wir es wollten. Ah, ich habe voll eingelenkt, kann das sein? Ja, dann fängt jetzt zum Driften an. Das ist Sprintrennen. 220, 249 haben wir. 10.000 bis zum nächsten Level. Das heißt, wir müssen mindestens Level 2 erreichen, damit wir die 10.000 in einem Rennen schaffen, theoretisch. Was definitiv nicht einfach ist. Spencer, oh, Spencer. Spencer ist Spencer den wir kennen? Ja, Spencer ist den wir kennen. Spencer ist der, den wir kennen. Boah, Alter. Den habe ich so nicht kommen sehen. Cruise. Ging nicht anders, da kam Lastwagen von vorne. Wir mussten immer kurz anders einlenken. So, wer ist das? Clio ist es jetzt vor uns. Der 110 Meter vor uns ist und richtig ein auf Racetrack. Alter, der ist gut unterwegs. Muss ich an der Stelle einfach mal sagen. Wir müssen echt aufpassen, dass wir keinem. Oh, Auto crashen. Ich sag's gerade noch und schon crashen wir eins. US Customs Border and Protection. US Customs and Border Protection, nicht alles zusammen. Oh Mann, das verstehe ich nicht ganz. Wieso sind manche so schnell und manche so übertrieben langsam? Und das war dann hinter uns. Cruise lässt da nicht so ganz locker, wie es vielleicht sollte. Hoppala. Kommt zumindest ein Clio näher. Das Rennen sind rum und er führt uns immer noch mächtig an. Na, unser Nitro geht nicht. Alter, der ist gut. Würde mich die Autostärke interessieren von dem. Bisschen was bewirkt bei ihm. Wir müssen eigentlich auch langsam Richtung Rückkehrzagen, Richtung Ende des Rennens gelangen. Nitro gerade nicht verfügbar. Clio fällt weiter zurück. Das ist gut. Noch 500 Meter und das sollte der Sieg sein. Aber es ist nicht so einfach, wie ich es ursprünglich dachte. Das Rennen muss eigentlich gleich vor uns sein, wollte ich gerade sagen. Das ist direkt hier vorne. Die Stufe 1 haben wir schon mal. So. Zweites Rennen.
Bin ich bei den Sprintrennen immer ganz gut mit dabei. Gunner und Miro. Hey! Ihr zwei Klötensäcke. Freut mich wieder mal gegen euch zu fahren. Oh. Freut mich auch, dass ihr auch wieder mit dabei seid. Toll. Tut sie das? Oder ist sie schon wieder vorbei? Ich glaube, sie ist nämlich schon wieder vorbei. Oh, von vorne kommt ein zweites. Kannst du nicht entkommen. Und unten wechselt das Schild sofort auf, du entkommst. Nice, entkommen. Wir sind gut schnell unterwegs. Das war mir gerade fast schon unangenehm schnell. Irgendwann auf so einem gewissen Level tust du dir sehr schwer, die Geschwindigkeit zu kontrollieren. Und unser Auto ist eins von denen, wo es wirklich sehr schwer ist. Alter, wir fahren 273, fast 300. Wow, und jetzt kommen Canyon-Kurven, willst du mich verarschen? Boah. Wir sind fast einen Kilometer vom zweiten, Alter. Kopf fahren unten immer noch mit, weißt du, die fahren halt jetzt gegen irgendwelche Flachzangen. Hauptsache der eine brettert irgendwie mit 300 durch die Nacht. Warte mal. Sagen, kriegen wir noch schön die Stadt hinten noch mit drauf. Boah, perfekte Thumbnail. In Schlingern geraten. Und voll. Die falsche Taste. Das Viereck, einfach mal die Handbremse mitten auf der bei voller Geschwindigkeit gezogen. Komm. 88% des Rennens sind geschafft. Und noch Heat Level 1, drüben ist Kopf. Dass sie nicht zu uns rüberkommt. Wir fahren einfach direkt wieder zurück in die Stadt. Beziehungsweise in einen Teil, eigentlich auf die städtischen Inseln. Zur Hafenanlage nenne ich es mal. Jawoll. Nice. Rundkursrennen, jetzt da. Rundkursrennen, kommen Safety Cops. Mal gar nicht drüber reden. Mal schauen, dass wir dann entkommen bei Heat Level 2, ja? Das ist halt die Gefahr, dass wir das dann vielleicht nicht schaffen könnten. Aber wenn wir es schaffen, haben wir ordentlich Punkt. Alles klar, wir geben die Verfolgung auf.
Verfolgung des Zielfahrzeugs jetzt auf.